zwei Tage nach Nikolaus, also nicht am 6., sondern am 8. Dezember war dann schon das Christkind da. Und hat viele wunderschöne Tischtennispokale. Wir warten noch auf das Ende dieses Finales. Ich glaube, ich nehme an, dass es hier auch noch einen siebten Satz geben wird. Nichtsdestotrotz, wir werden versuchen, das in Siegerehrung und Mixen zu beschleunigen. Und die Siegerehrung dann während dem Umbau gleich nach Ende dieses Halbfinals durchzuführen. Also das ist das, wofür hier gekämpft wurde die letzten beiden Tage. Die Pokale für die Bayerische Jugendmeisterschaft 2019 in Ansbach. Wiederum, das kann man jetzt schon sagen, auch wenn die Finalspiele noch ausstehen, eine toll organisierte, hochprofessionell organisierte Veranstaltung. Mit so hilfreichen Geistern wie Frieder Gröger, Abteilungsleiter, und seine Mannen, die hier hinten stehen. Die haben das allerbestens im Griff. Die Videos dazu im Laufe der kommenden Woche auf YouTube. Der gleiche Kanal, auf dem ihr gerade eventuell dieses Video guckt, also Reinhard Steinbrecher, YouTube, Suchwort, Ansbach 2019 12.07 oder 08 oder Bayerische Jugendmeisterschaft 2019. Und der Chef stellt noch die Vokale richtig hin. Letztes Halbfinale läuft, dann gibt es eine schnelle Siegerehrung, glaube ich, fürs gemischte Doppel, damit der eine oder andere das schöne Wetter, es ist nämlich jetzt fast ein bisschen zum Leidwesen der Tischtennisspieler, die davon kurzfristig geblendet wurden, dann natürlich sofort auf eine andere Platte wechselten, ist die Sonne aufgetaucht. Soll das holen oder soll das nicht? Das müssen wir entscheiden, ich kann es nicht entscheiden. Eine Stunde dauert es noch, also brauche ich einen Reinhardt-Saison, ja? Ein prüfender Blick vom Oberschiedsrichter. Das heißt, heute ist er Tischschiedsrichter, gestern war er in leitender Funktion unterwegs.